sieht so aus, ja, wie versprochen, heute Abend, also zwischen 19 und 20 Uhr, kommt noch ein Video. Hier ist es. Und zwar die Ergänzung zu gestern, was ihr wollt, der dritte Teil. Und gestern waren es ja dann nur 18 Sachen, die ich gemacht habe. Und deswegen kommen jetzt nochmal 7 Sachen, die ich draußen mache. Und zunächst einmal, ich stehe hier gerade mit meinem Kumpel Nobby zusammen und wir haben gerade ein Zelt entdeckt in der Ferne. Ich glaube, die sind da richtig, richtig hart am Nudeln. Ja, also das ist uns sofort aufgefallen. Ich glaube, da geht noch was. Ja. Insofern passt es ja ganz gut, dass ich zu diesem Thema jetzt hier auch was mit meinen Eiern mache. Und zwar jonglieren. Ja, das war ja eine der Aufgaben. 3 Eier sind ja noch übrig von gestern. 1 habe ich ja im Mund zerplatzen lassen. Und ich soll jonglieren. Klar, ich kann nicht jonglieren. Deswegen wird das, glaube ich, ein ziemlich kurzes Erlebnis. Aber ich kann es ja mal versuchen. Ja? Mal sehen, was passiert. So. Also ich muss ja im Prinzip... Also ich gebe mir jetzt aber auch Mühe, ne? Ich will es schon versuchen, aber ich glaube, das wird nichts. So, mal kurz überlegen. Also ich werfe jetzt quasi 1 hoch. Muss das zweite auch hochwerfen aus der Hand. Muss dann ja das erste hier links wieder einfangen. Und derzeit auch das Ei hochwerfen, um dann ja wieder das Ei aufzufangen, was ich als zweites geworfen habe. Also total einfach. Ich probiere das mal eben. Okay, ich gehe noch ein bisschen weiter zurück. Ich hätte vielleicht mal mit Bällen vorher üben sollen, aber gut. Die sind nicht kaputt gegangen, das ist gut. Dann kann ich nämlich nochmal das Ganze versuchen. Nein, sie sind nicht hart gekocht, aber wir sind ja hier auf einer Wiese, die ziemlich stark bewachsen ist. Okay, ich probiere es nochmal. Sah auch schon mal gut aus für den Anfang. Wenn wir uns das mal in Zeitlupe angucken, dann sieht man, dass da schon ein Experte zugange ist. Ja? Nochmal hier die Zeitlupe. So, und jetzt der zweite Versuch. Wow, das war schon besser. Jetzt ist aber das eine hier kaputt gegangen. Schau mal hier, das ist kaputt gegangen. Das kann ich leider nicht mehr verwenden. Ah, schade. Wow. Jetzt habe ich es am Bein. Ja, schade. Das andere ist aber noch heil. Ich kann aber mit 2 Eiern schauen. So. Achtung. Schauen wir mal, dass ich das mit 2 Eiern noch hinbekomme. Jo, das hat geklappt. So, und das nächste Ei. Also, das Jonglieren hat geklappt und das war nur der erste Streich. Wir schauen mal, was mir noch so einfällt. Ja, so langsam trocknet die Pampe, spannt ein bisschen im Nacken. Es läuft mir auch hier alles. Oh, das klebt schon fest hier. Ja, es läuft auch alles, aber das wollt ihr eh nicht sehen. Diesen Astralkörper, das kann ich euch jetzt nicht zumuten. Ja, so, Novi hatte gerade die Idee, Kevin, mach doch mal hier ein Rad, ja? Also er sagte natürlich GK, GK, mach doch mal ein Rad oder einen Handstand. Genau das werde ich machen. Ich werde beides versuchen und das sind dann 2 einzelne weitere Aufgaben. Aber ich kann so nicht stehen bleiben. Das kann ich nicht.
Robby, sag doch mal, ist doch schon gut, oder? Geht so. Schauen wir mal gleich, wie Novi das Ganze macht. Aber ich habe es ansatzweise geschafft. So, dritte Aufgabe, ein Rad schlagen. Das wird ein bisschen schwieriger. Muss ich jetzt Anlauf nehmen und dann? So. Was? aber ich muss ja erstmal gerade sein, ne? Gerade, so ungefähr. Dann wahrscheinlich so. Und dann irgendwie. Also das wird wohl nichts, sag ich mal, ja? War das was oder war das erbärmlich aus? Geht so für den Anfang schon gut. Danke, ne? Ja. Ich mach noch einmal, komm. Und das Ganze nochmal mit Schwung. So, okay. Und los geht's. Leute, habt ihr mal mehr Fragen? Jetzt abonnieren, Schizosfilmer, ne? Wir kommen jetzt zur Aufgabe 4. Tada. Ja, wir gehen hier gerade so entlang und da finde ich doch tatsächlich dieses Rad hier. Man könnte jetzt auch wirklich sagen, tatsächlich, der Schizosfilmer hat ein Rad ab, ja, würde auf jeden Fall stimmen. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich jetzt hier entlang ein Rennen gegen das Rad starte. Das heißt, das Rad rollt los, vielleicht kriegt das Rad sogar noch einen kleinen Vorsprung. Und dann laufe ich hinterher. Und ich muss natürlich schneller sein als das Rad. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Los geht's. Wieder zurück ins Gebüsch gesucht, wo es auch herkam. Und ich hab's geschafft. Genau, wie sag mal. Das war stark, oder? Das war richtig gut, oder? Geschafft. So, das war die vierte Aufgabe. Ich werde auf jeden Fall noch ein Schwein füttern mit einer Zwiebel. Die sind ja noch übrig, wer sich erinnert. Und dann wollen wir mal sehen. Dann wird das Schwein wahrscheinlich meine Hand hier total voll schnoddern. Und mit diesem ganzen Schnodder und Matsch werde ich mir das Ganze ins Gesicht klatschen. Das machen wir aber zum Schluss, damit ich dann schleunigst den Weg nach Hause antreten kann, um mich zu waschen. Und das ist also die siebte Aufgabe. Und jetzt kommt Nummer 5. Und wir suchen mal einen Spielplatz auf und dann will ich mich da mal ein bisschen austoben. So. Wer wagt es, mich zu stören? Ich bin fit zum Bären. Das hier ist meine Basis, mein Hauptquartier. Und hier kommt ihr nicht rein. Ich habe eine Mission. Ich muss den Spielplatz unsicher machen. Auf in den Kampf! So, Schizomern ist gelandet auf dem Spielplatz, wie versprochen. Es geht darum, dass ich die Sicherheit auf dem Spielplatz hier teste, ja? Die Kinder müssen es hier sicher haben, das werde ich überprüfen. Zunächst werde ich von dieser Schaukel abspringen bis zu dieser Linie. Also ich muss da drüber springen, denn es könnte ja auch mal sein, dass ein Kind von der Schaukel abrutscht und da darf einfach nichts passieren. Dann werde ich hier zu der Seilbahn. Werden wir die Seilbahn schnappen, wird dort entstehen, einmal lang dingsen und da darf auch nichts passieren. Ja? Man muss das immer ein bisschen überspitzen, den Kindern darf nichts passieren. Und zu guter Letzt geht es in die Tunnelrutsche rein, auch dort darf nichts passieren, ich darf nicht stecken bleiben, was natürlich bei meinem Umfang erheblich schwierig sein wird. Und das muss ich alles überprüfen. Los geht's, ja, Schizomern für die Kinder. Hey!
So, wenn ihr mich jetzt nicht abonniert, dann gibt es Probleme. Schied zu mehr, schied zu streamen. Auf YouTube jeden Samstag 20 Uhr und dann und wann auch mal, ne? So sieht's aus. Wir waren gerade bei den Schweinen, aber die Schweine haben heute keinen Bock, haben auch eine ganz trockene Schnute. Ich habe mich hier einmal ein bisschen umgezogen, ein bisschen fresh gemacht. Und meine Idee jetzt, also so eine Zwiebel in meinen Mund zu nehmen und das Pferd nimmt es mir dann aus meinem Mund. Ist sogar noch ein bisschen geiler als das mit den Schweinen, oder? So, erst einmal anfüttern, erst einmal gucken, ob sie es überhaupt mögen. Mensch, ich muss das Ding schon ganz nehmen. Okay, Zwiebel schmeckt den wohl auch nicht so mega. Ich weiß nicht, ob ich mich das jetzt wagen soll, nicht, dass gleich mein Gesicht weg ist. Kurz nicht leer. Okay. Oh, ich hab Angst. Ja. Ja. Die sind abgehauen, ey. Die hören, da haben wir Zwiebeln. Da nicht gut ist. Er denkt sich, verpiss dich. Ja. Spring drauf und reite das Ding. Also, ein Versuch war es wert, ne? Ich hab's probiert. Versuch gescheitert, würde ich sagen. Ich werf nochmal die Zwiebel hin, hier. Und? Zwiebel. Da. Ja, gut. Sorry. Sorry, hat nicht geklappt. Sollte nicht sein.